Hi, wir leben seit Monaten in einer Villa direkt an der Costa Brava. Nein, wir sind pleite und leben in unseren Autos. Und heute erzählen wir euch von den schlimmsten Fails, die wir hatten. Fail Nummer 1. Weiter, weiter, weiter. Stopp. Die falsche Einschätzung der Größe des Autos. Aber Tobi, das ist doch ein Anfängerfehler. Ja, Profis machen das nicht. Ich habe nur einen Baum in Griechenland mitgenommen. Lana hat beim Einparken nur den halben Parkplatz mitgenommen. Und ja gut, in Albanien bin ich mit meinem Hinterrad im Abwasserkanal gelandet. Ich will nicht drüber reden. Nächster Punkt. Fail Nummer 2, sich aus dem Auto aussperren. Man schließt das Auto von innen ab, schmeißt die Tür zu und merkt, man hat den Schlüssel drinnen gelassen. Das ist mega kacke, aber dazu gibt's einen Trick. Zuerst fragen wir aber Lana. Hey, hast du dich schon mal ausgeschlossen? Dreimal ist sowas passiert. Einmal hatte ich Glück, da war das Fenster ein bisschen offen. Das heißt, ich konnte das einfach aufmachen. Das zweite Mal habe ich den Schlüssel. Ich dachte, ich habe den dabei, war aber nicht. Und dann war ich so kurz davor, die Tür zuzumachen. Und habe es dann noch in letzter Sekunde irgendwie gekriegt. Boah, ja. Panik. Und das andere Mal habe ich meinen Schlüssel tatsächlich verbogen. Ich frage mich nicht, wie. Ich wollte es abschließen und irgendwas habe ich gemacht. Und ich so, fuck, Alter. Oh, shit. Ich bin auch direkt danach gegangen und habe geguckt, wie viel so ein Ersatzschlüssel kostet. Schweineteuer, also. Okay, krass. Ich hatte das Vergnügen zweimal. Das ist echt ein super Gefühl. Aber zum Glück habe ich oben am Solarpanel einen Ersatzschlüssel. Der ist natürlich wasserdicht verpackt und mega krass versteckt. Danach brauche ich dann nur noch jemanden finden, der Werkzeuge hat, um mir diese Kiste aufzumachen. Und ich bin wieder im Auto drin. Zum Glück, ansonsten müsste ich so eine Scheibe einschlagen. Ersatzschlüssel. Fail 3 ist das Schlimmste von allen, und zwar der totale Crash mit eurem Auto. Ihr verliert schlagartig einfach alles. Aber ich als erfahrener Rennfahrer-Enthusiast mit stundenlanger Erfahrung auf der Nordschleife bin da natürlich auf der sicheren Seite. Hast du dich letztens in Griechenland fast gemault? Ja, also Erfahrung hilft da auch nicht allzu sehr. In Griechenland streut sich das ganze Jahr über Blütenstaub auf den Straßen. Wenn es dann einmal regnet, dann ist da Glatteis. Ich bin froh, dass ich nicht in den Transporter reingeballert bin, der mir gerade entgegenkam, und dass ich das Auto um die Ecke driften konnte, während ich die Leitplanke vor mir gesehen habe. Fahrt auf jeden Fall wesentlich langsamer, als euch lieb ist. Ihr wisst gar nicht, was euch da draußen erwartet. Und es ist euer sofortiges Aus. Und weil du mir dazwischen laberst, kommt jetzt Fail Nummer 4, Autobatterie. Das häufigste Problem, das es bei Autos gibt, ist, dass die Batterie alle geht. Erzähl mal. Wieso? Ich weiß darüber nicht. Also immer schön Starter-Hilfekabel dabei haben. Plus geht zuerst an Plus. Wo ist Plus? Ja. Und Minus geht dann an Minus. Das Auto, das die Hilfe gibt, muss an sein. Ja, und dann einfach, ne, was macht man dann? Motor starten, genau. Und 10 bis 20 Minuten mindestens laufen lassen, dass der Motor die Batterie dann wieder aufladen kann. Ja. Falls ihr selber Bordstrom in eurem Camper habt, dann empfehle ich auch so ein Batterieladegerät. Schließt ihr einfach an euer Bordstrom an und dann dauert das natürlich ein paar Stunden, bis die Autobatterie aufgeladen ist. Aber auf Nummer sicher gehen. Die Autobatterie ist, wie gesagt, der häufigste Grund, warum ein Auto Probleme macht. Ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich mit den beiden Dingern schon irgendwelche anderen Leute helfen musste. Fail Nummer 5. Das Klo-Problem. Wenn du das Toilettenproblem nicht gelöst hast, dann mag dich keiner. Du stinkst. Camper mögen dich nicht. Die normalen Menschen mögen dich nicht. Und uns Camper deswegen nicht. Es ist mir egal, ob ihr in einen Beutel macht und in eine Flasche pinkelt. Das ist vollkommen okay. Oder ob ihr eine komplette Trockentrenntoilette verbaut habt. Löst das Klo-Problem. Womit wir zum Kommentar der Woche kommen. Anfangs war ich Outlaw. Wo es drückte, griff ich nach Gras und hockte mich hin. Ich wurde älter. Fortan nahm ich eine Gartenschaufel mit. Wenn es drückte, grub ich kleine Löcher, ergriff große Blätter und hockte mich hin.
Ich wurde älter. Ich wechselte zum Spaten. Das viellagige Umweltpapier will verscharrt werden. Ich grub viele tiefere Löcher, hockte mich hin und buddelte mein Werk zu. Aber ich wurde älter. Inzwischen habe ich keinen Spaten mehr, sondern einen WC-Eimer. Ich buddle nicht mehr, sondern hocke mich direkt im Van hin, in Plastiktüten und nehme es mit. Was aber, wenn ich älter werde? Fail Nummer 6. Schlechtes Wetter. Jeder beschissene Wanderweg ist bei schönem Wetter toller als irgendein Weltkulturerbe bei Regen. Ihr seid mobil, fahrt dorthin, wo das Wetter gut ist. Ich benutze immer die Karte von Wetter Online und fahre gezielt um das schlechte Wetter herum. Beachtet dabei aber auch unbedingt die Jahreszeiten. Es gibt da Karten, die blende ich euch ein. Da kann man das Wetter und die Temperaturen vom letzten Jahr noch sehen. Wir haben jetzt ganz aktuell den Fehler gehabt, dass wir im Sommer nach Spanien gefahren sind. Die letzten Wochen war es 40 Grad heiß. Das war unerträglich. Manchmal geht es nicht anders. Aber trotzdem setze ich das Wetter als höchste Priorität als nächstes Anfahrtsziel. Da oben waren wir. Und für Fail Nummer 7 demonstriere ich euch einfach mal. Aber wir müssen leise sein. Sie macht schon mit, das Türenknallen ist das Nervigste auf der Welt, ne? Ja, also wir machen selber. Ja, ich wollte es an dir demonstrieren. Wenn andere die Türen knallen, wisst ihr sofort, das sind Anfänger. Wenn ihr die Tür knallt, dann macht ihr euch nur Feinde. Das ist das Schlimmste, das es gibt. Ihr schmettert so ein riesen Blechteil in einen hohlen Körper rein. Das scheppert über den ganzen Parkplatz. Macht das bloß nicht. Ich raste aus dabei. Und alle anderen auch. Ja, guck mal, wie die schon guckt. Ja, mach das mal. Mach. Man kann die Türen auch leise zumachen. Oder ihr haltet den Griff offen, drückt dann zu und lasst dann erst los. Mit Türen knallen seid ihr sofort unten durch. Das ist, glaube ich, auch das Erste, was ich Lana erklärt habe. Vanlife Fail Nummer 8. Feststecken. Oh ja, ich bin der Feststeckmeister. Also feststecken, nicht rauskommen, da bin ich schlecht dran. Guckt euch meinen Unterboden an, das Ding ist total zerfetzt. Ich fahre durch das unmöglichste Geländer durch, das ist mir wurstegal. Ich bin vollkommen davon überzeugt, dass das jedem passiert. Habt auf jeden Fall eine Schaufel dabei, um euch rausbuddeln zu können. Auch sehr nützlich ist so ein Abschlepphaken. Den kann man sich da so reindrehen. Und ein Abschleppseil. Abschleppseile sind irgendwie draußen total schwer zu kriegen. Deswegen bestellt es am besten online, bevor ihr dann losfahrt, um es dabei zu haben. Dann können euch Trecker, also Bauern, dann rausziehen. Bauern helfen sehr gerne, egal in welchem Land ihr seid. Die helfen immer sehr gerne. Lana und ich reisen ja zu zweit. Das heißt, wir können uns auch gegenseitig rausziehen. Das ist auch sehr cool. Voraussetzung ist halt nur ein Abschleppseil. Fail Nummer 9, Feuer machen! Ich liebe es ja, ein Feuerchen zu machen, aber das darf man nicht überall, weil es staubtrocken ist und es eine immense Waldbrandgefahr gibt. Wir wurden vor kurzem erwischt und die Polizei hat uns mit wie viel hat die Polizei uns gedroht? 1500 Euro. Ich meine, das macht auch Sinn. Guckt euch das alles an. Ich wünschte, ihr könntet fühlen, was ich fühle. Das ist alles Zunder. Das ist alles staubtrocken. Ein Feuerchen machen wäre ein gewaltiges Risiko hier. Ihr seht mich immer wieder Feuer machen. Das ist immer an Stellen, wo man das auch darf. Hier darf man zum Beispiel am Strand Feuer machen. Fragt am besten die örtlichen Leute. Von Region zu Region ändert sich das echt mit den Regeln und sowas. Aber ich bitte euch trotzdem, habt immer einen passenden Feuerlöscher dabei. So ein Feuerlöscher reicht vollkommen, um so eine Feuerstelle, die außer Kontrolle geraten ist, einfach wieder zu löschen. Aber auch noch glühende Zigaretten können einen ganzen Waldbrand verursachen oder kleine Räucherstäbchen. Deswegen habe ich immer einen passenden Feuerlöscher dabei. Junge, was ist mit dir? Tschu, 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 tschu. Piu, 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 piu. Nein! Scheiße.
Feuer kann euch auch einfach so spontan im Camper ausbrechen, wenn ihr doof seid. Ich hatte eine Zeit lang meine Kontakte nicht wirklich isoliert. Da hat sich ein Plus- und Minuskabel berührt. Das ist dann unheimlich heiß geworden, hat sich in Plastik reingebrannt. Mir fast mein Camper abgebrannt. Ich habe das bisher auch noch niemandem erzählt. Seitdem habe ich überall solche Schrumpfschläuche drüber. Die sind zur Isolierung da. Man sieht das hier. Hier ist so ein Kontakt drunter. Und dann passiert so ein Quatsch auch nicht. Oder wenn ihr im Fahrzeug selber einen Kamin habt oder sowas, dann passt drauf auf, dass ihr da nicht irgendwie Klamotten da habt. Solche Kamine müssen immer einen Sicherheitsabstand und so eine feuerfeste Wand haben. Da achten nicht alle drauf. Deswegen habe ich auch keinen Kamin bei mir drin. Das nimmt mir viel zu viel Platz weg. Vielleicht mache ich das in einem zukünftigen Video mal. Fail Nummer 10. Irgendwo parken, wo es nicht sicher ist. Nicht im Sinne von Kriminalität, sondern im Sinne von überflutet werden. Es gibt Webseiten, die das Flutrisiko von gewissen Gebieten vorhersagen. Wir selber hatten auch schon unseren Spaß damit. Und du hattest in Australien auch eine Freundin, die schon ihren Spaß damit hatte, ne? Ja, total. Ja, das war so eine Regenzeit da. Und da, wo die waren, war es halt so trocken, dass wenn es regnet, das Wasser sich natürlich richtig schnell sammelt. Und sie ist halt aufgewacht, weil ihr das Wasser bis zum Kinn stand, ne? Ja, der Partner hat sie schon aus dem Auto rausgezogen, weil die gerade erst wach war, ne? Und er hat schon versucht, alles zu managen irgendwie. Und die haben Glück gehabt, dass sie so viel Core-Training hatten und halt so Kraft hatten, sich irgendwo oben festzuhalten, weil die dann übers Dach irgendwie sich am Baum festhalten mussten und das wurde dann alles weggeschwemmt. Das war eine richtige Katastrophe da. Also es Wie war wurden dann, die dann gerettet? Mit einem Hubschrauber oder was? Oder einem Boot? Einfach gewartet erstmal. Also du hast im Baum gesessen, gewartet, bis es aufhört zu regnen und dann waren da so mehrere Locals. Also das war in den Northern Rivers, da waren richtig krasse Fluten. Das war übel. Vor allem alles verloren, was die hatten. Also Ja, Flutungen finden ja immer öfters statt. Ja, mich hat es auch persönlich sehr erschrocken, dass wir auch schon bei unserer 6-monatigen kurzen Reise da schon in Kontakt mitgekommen sind. Also wenn ihr im Wasser steht, dann das ist für mich persönlich einer der riesen Mega-Fails. Wir sind morgens wach geworden, weil da ein Typ schon herlief und unsere Fahrzeuge gesehen hat und sich dachte, okay, diese Fahrzeuge werden dann weggespült, aber die haben nicht gewusst, dass wir da drin schlafen. Das Wasser kommt. Stell dir mal vor, wenn wir nicht aufgewacht wären, es wäre so schnell gegangen. Ne? Du kannst ja so schnell gar nicht denken und dann wachst du auch auf einmal im Wasser bis zum Kinn auf. Ja, ja, und wir hatten keinen Baum in der Nähe da oder so. Ja, das stimmt. Glück gehabt. Glück gehabt. Tada, da sind wir an einer anderen Stelle. Ich wollte eigentlich noch einen Bonus-Fail Nummer 11 rausbringen, aber das geht hier ganz schlecht, weil hier keine Menschen sind. Mal gucken, ob ich das morgen hinbekomme. Guckt euch den Sonnenuntergang an. Ist das der Hammer? Der Lebensstil ist der Oberhammer. Deswegen möchte ich mich hier an dieser Stelle für eure Spenden bedanken. Die helfen sehr weiter. Max, ganz, du würdest uns nicht mögen. Wir haben nur so einen Halbcamper. Hey, jeden das Seine. Ich habe auch Freunde, die haben ein ganz normales Wohnmobil. Die Sache, warum wir mit Stealth-Campern unterwegs sind, ist halt, weil wir manchmal bescheuerte Sachen machen. Da passt das einfach besser. Oh, Tiefpunkt. Vielen lieben Dank für 25 Euro. Wie kommt ein Mensch alleine auf so viel Blödsinn? Langeweile. Frederik, hallo Tobias. Es tut mir leid zu hören, dass du in deinem Auto leben musst. Ja, das ist so fürchterlich. Ach, ich muss ständig draußen pennen und oh nein. Ich weiß nicht, wie ich da reingerutscht bin. Andi aus EU, wieder 30 Euro. Herzblatt, jetzt übertreibt man nicht. Vielen lieben Dank, mein Bester. Ich bin sehr dankbar für den Beitrag. Hier, guck mal, was Andi. Einfach nur für dich durchlesen. Ich will einfach nur deine Reaktion. Das kann ich nur in 2 Minuten machen, weil ich nichts sehe. Du siehst gar nichts. Ich hab die Sonne ganz angestarrt. Okay. Andi aus EU, ich frage mich, wer bist du? Einige haben ja übrigens gesagt, Lanas Stimme ist so wunderschön. Deswegen hat Lana einen neuen Kanal gemacht, der heißt Solana the Artist auf YouTube, wo sie einfach nur... Was machst du da? Ich singe. Wenn ihr mögt, dann schaut euch den mal an. Ende Gelände, 5 Euro, vielen lieben Dank. Hi Tobias, für den Content gibt es erstmal lecker Bierchen. Ich mag deine verrückte Art. Dankeschön, lieben Dank. 5 Euro von janb.de. Ihr seid echt todescute miteinander. 2 Euro von U07621. Für den Tipp mit dem Sieb als Feuerstelle, ja. Ich habe ja vorher so Feuernetze ausprobiert. Die brennen einen einfach durch. Und wir quälen das IKEA-Feuersieb so sehr. Und das Ding geht nicht kaputt. Sogar schon einen ganzen Baumstamm darin verbrannt.
Was? Das ist unkaputtbar, das Teil. Holt euch auf jeden Fall so ein Sieb und nicht so ein Feuernetz. Anderl wieder. Hallo Penner, nachdem immer wieder Impulse von dir bekommen, möchte ich dir wieder bei dir bedanken. Vielen lieben Dank. Dir auch ebenfalls. Tino Schweizer, für den die verrücktesten YouTuber, die ich kenne. Wir sollen mal Kosovo unsicher machen. Kosovo, ja, da war ich in der Nähe. Ich bin an Nordmazedonien entlang gefahren, an der Kosovo-Grenze, aber ich bin da nicht reingefahren, weil Kosovo. 6 Euro von Explorer, ich soll mir gefälligst Flickzeug holen. Das werde ich übrigens jetzt auch machen. Jetzt, wo ich den Dude gesehen habe, wie der einfach so einen Reifen repariert hat, hole ich mir so ein Flickzeug. Danke, Mann. Josa Ling für eine Runde Eistee, 10 Euro. Ich werde sicher öfters vorbeischauen. Lieben Dank. Eistee. Styrolbutadine und auch schon seit 2,5 Jahren ein Astra G Caravan. Mach bitte weiter so. Versprochen. Mach ich. Und 6 Euro von André Volta. 2 Videos erst gesehen und bist sehr sympathisch. Will mehr sehen. Vielen lieben herzlichen Dank. Das ganze Geld geht zurück in die Videos, außer ihr habt es irgendwie geschrieben, das soll für ein Reifenflickset oder sowas drauf gehen. Okay, Sonne ist weg. Ja, das ist die Aussicht, die wir hier haben. Wir sind auf 1 Kilometer Höhe. Oben ist noch ein Gebäude. Das gehört wahrscheinlich der Feuerwache oder sowas. Ich war eben oben. Da sitzt ein Typ, der ist die ganze Zeit im Telefonieren. Der hat extra aufgelegt, stand am Gelände und hat mich angeguckt, als ob ich ein Geist wäre. Was für ein Freak kommt denn hier hoch? Dann legen wir uns mal pennen und gucken wir mal, dass wir morgen Bonus Fail 11 hinbekommen. Ich habe da richtig Bock drauf. Richtig. Ja. Lana schüttelt den Kopf. Gute Nacht. Guten Tag. Wir haben wundervoll geschlafen, weil wir ja wissen, dass hier keiner hochkommt. So, wir haben noch Fail 11 vorzuführen. Dafür gehen wir auch direkt los. Mal gucken, ob ihr das erraten könnt. Und zwar haben wir hier in den Bergen Menschen gefunden. Diese Firewatch, diese Feuerwacht-Menschen, die chillen hier. Mal gucken, ob ihr erkennt, wobei es bei Fail Nummer 11 geht. Ich weiß nicht, ob die Englisch reden, du. Ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht. Hola. Hola. Es ist Firewatch? Or Firewatch? In the house up there is also Firewatch? Here, fire what? Firewatch. You're like looking for fire. Yes. Oh, yeah. Like taking care, okay. Ah. You were in the house yesterday. We are firefighter. Firefighter, yes. Okay, not much, exactly. Yeah. How do you say that in Spanish? Tango Caravaca. ¿Cómo decimos en español? Bombero forestal. Bombero forestal. Bombero forestal. The fireman forest. Thank you. Have a nice day. So, was ist da falsch gelaufen? Kommunikation. Nein, gar nichts ist falsch gelaufen. Okay. Fail Nummer 11 ist nämlich, dass man sich nicht öffnet, dass man verschlossen bleibt. Selbst wenn man Leute trifft, die keinen Bock haben, mit einem zu reden, ist das eine gute Sache. Nicht mit anderen Leuten reden, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Man neigt dazu, sich zu verschließen und sich einfach auf der sicheren Seite zu bewegen, bis man merkt, dass das alles totaler Bullshit ist. Egal wie schön die Orte sind, die man besucht, und von denen gibt es ja jede Menge, am Ende des Tages sind es oft die Leute, die man unterwegs trifft. Man kann einfach alle anquatschen und das spielt einen nur selber in die Karten. Und das zeigen wir euch jetzt, weil wir fahren jetzt runter, Snacks holen. Hola. 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 Hallo. She's drunk. Wie so ein Alkoholik. Manche Leute willst du einfach knurren. Ja, ne? Ja, ne? Ich hab halt gelacht, weil du da reingelaufen bist. Ja, ich bin auch in den Typen da reingerannt. Oder?
Weil wenn man verschlossen ist, dann fühlt man sich so abgegrenzt, dann fühlt man sich komplett alleine in der Welt. Das ist ein Fail einfach. Das ist ein mega Fail. Muss ich gestehen, habe ich oft gemacht, hat jeder schon mal oft gemacht. Es kostet Energie, sich zu öffnen, aber es ist es auf jeden Fall wert. Ist natürlich auch die genialste Idee, das in einem stressigen Einkaufsladen zu zeigen. So, das Video ist lang genug. Wie lange haben wir? 20 Minuten, 15 Sekunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne einen Kommentar. Ich lese mir alle durch. Ich bin sehr gespannt, was ihr für Fails hattet. Ich freue mich da schon sehr darauf. Lest auch selber durch die Kommentare. Da gibt es viel zu entdecken. Wir werden jetzt Spanien noch unsicher machen. Das nächste Video kommt wie immer sonntags. Ich hab euch lieb und wir sehen uns unterwegs.